Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich darf Sie alle wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Webinar. Die obligatorische Frage gleich an alle: Kann man mich gut verstehen? Bitte eine kurze Mitteilung ins Chatfenster. Auch wenn Sie es vielleicht jetzt nicht mehr sehen können, wir haben das ganz bewusst eben aus, ja, Gründen, damit man das nicht nachvollziehen kann, wer dabei ist, weil wir versuchen immer, diese Webinare aufzuzeichnen. Bitte eine kurze Meldung ins Chatfenster, ob man mich gut verstehen kann. Jana, ich sehe nichts. Alles gut. Wunderbar. Gut, dann möchte ich beginnen. Also ich möchte Sie alle herzlich nochmal begrüßen zu unserem Webinar Skyway, ein Märchen oder bald unsere Zukunft. Der eine oder andere kennt mich schon. Mein Name ist Rosemarie Kirner oder kurz Rosi Kirner. Ich bin Investorin, wie vielleicht der eine oder andere, der hier heute dabei ist oder es gerne werden möchte. Ich gehöre nicht zur Firma Skyway Group und auch nicht zur Firma Skyway Capital. Ich bin einfach nur begeistert von diesem Projekt und mache deshalb hier diese Webinare. Um was geht es heute? Dieses Webinar besteht aus vier Teilen. Der erste Teil, es geht hier um die Transporttechnologie an sich. Im zweiten Teil, warum ist es interessant, Skyway Investor zu werden? Im dritten Teil werde ich Ihnen die ein oder andere Neuigkeit, die sich in der letzten Woche ergeben hat, erzählen. Und im vierten Teil dürfen Sie dann Ihre Fragen stellen. Ich werde mich wie immer hier an dieser Stelle wieder mit Bild verabschieden, einfach um mich besser konzentrieren zu können. Was ist die Skyway-Transporttechnologie? Diese Technologie wurde entwickelt vom Erfinder Anatoly Junitsky. Und dieser Herr hat bereits seit 1977 an dieser Technologie gearbeitet und das Ganze entwickelt und es natürlich auch patentieren lassen. Auszeichnen tut sich das Ganze durch die Vielfalt des Designs und des Technologie-Know-hows, aber auch durch eigene patentierte Engineering-Lösungen. Wer ist Anatoly Junitsky? Für mich eine sehr imposante Persönlichkeit. Warum? Er ist der Autor von 140 Erfindungen. Davon wurden 30 seiner Erfindungen bereits umgesetzt, und zwar in der ehemaligen UdSSR, mit einem gesamten wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Außerdem ist er der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien und der Verfasser von 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Zum Thema Monographie, wer das nicht weiß, was das ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sich nur mit einem Gegenstand befasst. Er ist zudem Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics und das bereits seit 1986 und der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften und das seit 2000. Und was natürlich für uns persönlich sehr interessant ist, er ist der Erfinder und der Chefingenieur des Skyway String Transportsystems. Nun, was ist Skyway? Warum ist es für uns so interessant? Skyway ist ein modernes, ökologisches, ein angepasstes, aber auch sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Was bedeutet zweite Ebene? Nun, dieser Transport findet auf einer speziell konstruierten Stringstruktur. Wir sehen es hier im Bild. Von dem Turm weg sind diese Schienen ähnlich einer Seilbahn, allerdings hier keine Analogie, in der Höhe von 15 bis 30 Metern statt. Warum keine Analogie? Eine Seilbahn ist ein Seil. Wir haben es hier aber mit Schienen zu tun, mit dieser Stringstruktur. Und diese Stringstruktur bietet zudem noch weitere interessante multiple Nutzungsmöglichkeiten, nämlich man kann in diese Stringstruktur auch Strom, Internet oder weitere für die Infrastruktur des Landes benötigte Leitungen mit einbauen. Wir werden das später noch etwas genauer uns ansehen.
Warum brauchen wir diese Technologie? Der eine oder andere wird sich fragen, mein Gott, wir haben schon so viele Verkehrswege, brauchen wir diese Skyway-Bahn tatsächlich? Nun, ich würde sagen, ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Einer für mich wichtiger Aspekt ist die Ökologie. Nämlich, wir haben durch diese Bahn eine reduzierte Schadstoffemission. Wenn wir hier unten in diesem Bild diese Autos anschauen, was die an Schadstoffen in die Luft blasen, diese Fahrzeuge brauchen erstens mal sehr wenig Energie und zweitens mal haben sie, ich würde mal fast sagen, keine oder fast keine Schadstoffemission. Dann haben sie einen sehr, sehr geringen Kraftstoffverbrauch, werden wir heute auch noch hören. Und was dazu kommt, wir haben hier auch noch einen minimalen Verbau auf der Erdoberfläche. Wenn wir hier sehen, wie viel Platz so ein Pfeiler braucht im Vergleich zur Straße, dann kann man sagen, okay, hier hat die Natur noch ihren Platz, das bisschen Platz, was der Pfeiler braucht auf dem Boden, das können wir gerade mal noch nutzen. Dann haben wir da zudem auch noch geringe Baukosten. So ein Pfeiler ist natürlich wesentlich billiger. Klar, diese Stringstruktur kostet auch Geld, aber im Vergleich zum Straßenbau oder zu einem Schienenausbau natürlich wesentlich weniger. Und wir brauchen natürlich auch viel weniger Baumaterial. Alles wichtige ökologische Aspekte. Zudem kommt der Faktor hohe Sicherheit. Erstens mal das Sicherheitssystem, das werden wir dann noch im Einzelnen uns ansehen, aber wir haben natürlich hier auch diese Kollisionsgefahr nicht. Auffahrunfälle, Kollision mit Fußgänger, Kollision mit irgendwelchen Zweirädern oder sogar mit Straßenbahnen, Bahnen. Diese ganzen Gefahrenstationen haben wir hier ausgegrenzt. Zudem kommt, dass man hier je nach Bedürfnis ganz andere Geschwindigkeiten zurücklegen kann. Im Stadtverkehr bis 150 Stundenkilometer, außerhalb bis 500 Stundenkilometer. Das ist fast Fluggeschwindigkeit. Ist enorm, ist aber möglich, weil eben die Kollisionsgefahr ausgeschlossen ist. Wir haben eine sehr kurze Amortisationszeit, kommt einfach auch bedingt durch die niedrigen Herstellungskosten. Und das Ganze ist topologieunabhängig. Das heißt, egal welches Gelände wir hin müssen, mit dieser Bahn haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir kommen fast überall hin. Wir werden das eine oder andere heute noch sehen. Ein Faktor, den haben wir in den Filmen, wer schon länger dabei war, gesehen. Wir können damit sogar ins Meer hinaus, was für mich persönlich sehr, sehr beeindruckend war. Und hier haben wir die einzelnen Transportfahrzeuge, die wir anbieten. Ich beginne wie immer mit rechts unten mit unserem leichtesten Fahrzeug, dem Unibike. Unibike, das kommt einfach daher. Man kann sich hier sogar körperlich betätigen. Man kann hier, wenn man möchte, in bestimmten Fahrzeugen von Unibike auch mittreten und eben hier verbinden, ich sage jetzt mal, die sportlichen Aspekt mit der Technologie an sich. Wir können hier Geschwindigkeiten zurücklegen bis 120 Stundenkilometer. Natürlich ist das Ganze mit Elektromotoren unterstützt. Also keine Angst, Sie müssen das nicht mit Treten machen. Und ab einer Distanz ab 5 Kilometern. Das größte Unibike fasst 5 Personen. Links im Bild sehen wir dann die Stadtregionalbahn, den Unibus. Der wird übrigens genauso wie das Unibike dann auch in Berlin auf der Messe zu sehen sein. Da kommen wir noch später dazu. Dieser Unibus hat seinen Haupteinsatzbereich im Stadtverkehr natürlich, aber auch im Regional- oder wie man bei uns sagt, im Nahverkehr. Man kann damit zum Flughafen fahren oder auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Was ich besonders beeindruckend finde, diese vielen Fenster, da kann man natürlich sehr gut hinausschauen und sich alles von der Ferne gut schon mal ansehen. Er fährt mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometer, fast bis zu 100 Passagiere und kann eine Distanz zurücklegen bis 200 Kilometern. Sehr beeindruckend ist auch diese Tageskapazität, das heißt, er kann bis zu 25.000 Passagiere am Tag transportieren. Und warum kann man so viele Passagiere transportieren? Das Ganze ist irgendwie mit Lichtschranken, denke ich mal, geregelt. Dieses Unibus ist tatsächlich nicht nach einem Fahrplan geregelt, sondern je nachdem, wenn viele Passagiere warten und transportiert werden möchten, zum Beispiel zu Stoßzeiten, dann kann dieses Fahrzeug sogar alle 2 Sekunden starten. Also
Auch im Berufsverkehr werden die Personen ganz schnell wegtransportiert, eine hohe Verkehrsleistung, so nennt sich das. Rechts oben haben wir das Frachttransportfahrzeug, nämlich das Unicar. Man sieht schon Frachttransport, die Güter brauchen ja kein Fenster, aber man kann hier tatsächlich fast die unmöglichsten Sachen transportieren. Natürlich Schüttgut, flüssig Gas, unvorstellbar sogar Erdöl, billiger wie über die Pipelines, Stückgut und eben auch Spezialfracht. Es fährt mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometer und hat eine Tragekapazität bis zu 20.000 Tonnen. Das sind 10 Lkw-Ladungen. Es legt eine Distanz zurück bis zu 10.000 Kilometern und hat eine Jahreskapazität von 200 Millionen Tonnen. Also das ist nicht gerade wenig. Und links im Bild sehen wir dann unser futuristisches Fahrzeug. Man sieht schon Highspeed. Es ist einfach richtig windschnittig gebaut, also einfach auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, nämlich Geschwindigkeiten wie ein Flugzeug bis zu 500 Stundenkilometern. Es hat eine Fassungskapazität bis zu 500 Passagieren und kann eine Distanz zurücklegen bis zu 10.000 Kilometern. Aus diesem Grunde ist das Haupteinsatzgebiet natürlich das Verbinden der großen Metropolen, sprich Berlin, Hamburg, München, London und so weiter. Und die Tageskapazität ist auch beachtlich, nämlich sie liegt bei 1 Million Passagieren am Tag. Also nicht gerade wenig. Hier kommen wir nochmal zum Thema Sicherheit dieser Transportsysteme. Wir haben ja gehört, die fahren sehr hohe Geschwindigkeiten bis 500 Stundenkilometern. Das sollte das Ganze schon sicher sein, weil sonst wird uns da vielleicht etwas mulmig im Bauch. Wenn man bedenkt, auf dieser Höhe 15 bis 30 Meter hoch und dann diese Geschwindigkeit. Ja, das ist aber möglich, denn man sieht hier einen Ausschnitt dieser Stringschiene mit dem Sicherheitssystem. Und zwar, hier haben wir diesen Ausschnitt der Schiene von einer Hochbahn. Hier fährt das Rad und dieses Rad ist natürlich seitlich noch abgestützt mit einem mitlaufenden Sicherheitsrad. Man nennt dieses ganze System Anti-Entgleissystem. Und dadurch ist eben die Sicherheit nochmal um das Zehnfache vergrößert. Also wir legen hier schon, oder Sie legen hier sehr viel Wert auf Sicherheit. Wir sehen hier übrigens oben noch eine Hängebahn in der Stadt, hier eine Hochbahn in der Stadt. Und hier kommen wir zur Stringschiene selbst, die Technologie. Wir sehen hier in der Mitte links, wenn Sie meinen Pfeil sehen, diesen String. Oder Seite, wie es auch manchmal genannt wird. Das ist nichts anderes als ein Bündel vorgespannter Stahldrähte. Das Ganze ist umgeben mit einem Befestigungselement. Und dieses Befestigungselement wird hier seitlich befestigt am äußeren Schienengehäuse. Und dieser Freiraum hier, oben und unten, wird ausgefüllt mit einem speziellen Füllstoff, nämlich mit einem Spezialbeton. Und obendrauf finden wir dann eben noch diese Stahlkopfschiene. Wir sehen auch unten rechts hier das Ganze nochmal als Hängeversion und oben für die Hochbahn. Rechts im Bild generell sehen wir die verschiedenen Stringschienensysteme. Je nachdem, was habe ich für ein Gelände, brauchen wir ein anderes System. Das obere hier, das vereinfachte, ist ähnlich einer Seilbahn. Aber wie gesagt, keine Analogie, denn wir haben hier kein Seil, sondern eine Schiene. Aber ähnlich beweglich halt. Stringschienen, schnittfrei und flexibel. In der Mitte haben wir das halbstarre schnittfreie Stringschienensystem. Das ist ähnlich einer Hängebrücke. Das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Also halbstarr, oben flexibel und unten haben wir dann das starre System. Das starre System wird genutzt im Überland, denn hier kann man eben bis 500 Stundenkilometer zurücklegen, hier oben nur bis zu 150 Stundenkilometer. Dann habe ich hier links im Bild noch eine interessante Formel. Diese Formel sagt einfach nur eines aus, dass das Ganze ökologisch nützlich ist, nämlich es braucht sehr wenig Energie. Wenn wir hier zugrunde legen, würde das Ganze mit einer Pneumatiktechnologie oder Reifentechnologie, die es ein Auto, ein LKW nutzt, würde man hier 5000
Kilogramm oder 5 Tonnen vorwärts bewegen, hier, dann bräuchte man mit einer Luft- oder Luftreifentechnologie oder Pneumatiktechnologie 1100 Kilowatt, wenn man 450 Stundenkilometer fährt. Vom Tempo her. Mit dieser Technologie braucht man gerade mal 9,2 Kilowatt. Also ist schon ein enormer Unterschied von 1100 auf 9,2 Kilowatt für die gleiche Leistung. Und jetzt komme ich nochmal zu dem System, was ich gerade erwähnte, das mittlere, dieses System mit der Hängebrücke. Warum haben wir dieses Bild hier neu mit eingearbeitet? Dieses Hängebrückensystem wird eingebaut zwischen zwei großen Türmen. Hier haben wir eine Distanz von 1000 Metern zum Beispiel. Was nutzt man hier? Hier nutzt man diese Gravitationsmotortechnik. Gravitation ist nichts anderes als Schwerkraft. Man nutzt hier die Schwerkraft aus, um eben die Bahn ohne Motorleistung bis in die Mitte nach unten zu bringen. Das heißt, wir brauchen überhaupt keine Energie. Und das Ganze bewegt sich dann entgegen der Schwerkraft zum nächsten Turm wieder nach oben. Und hier nutzt man eben dann die Schwerkraft als Bremse. Und somit können wir im Prinzip hier das Ganze ökologisch sehr günstig nutzen, nämlich ohne Energie. Also für mich war das so faszinierend, deshalb haben wir uns entschlossen, eben diese technische Folie hier mit einzubauen. Und das Ganze nennt man eben Gravitation, ist nichts anderes wie Schwerkraftausnutzung. Hier die Bremse und hier nach unten den Motor ausstellen. Es bewegt sich ja automatisch mit der Schwerkraft, zieht uns ja nach unten. Hier haben wir das Rad in seine Einzelteile zerlegt. Und hier haben wir Transporthänge, Fahrzeuge, wie sie beladen werden mit Stückgut. Man sieht hier schon im Bild rechts diesen Gabelstapler, wie er eben das Stückgut während der Fahrt, man sieht es hier oben, Moment, hier oben ist es, hängt es in der Schiene, also als Hängetransporter, und hier wird es beladen. Hier haben wir das Ganze, hier wird beladen mit Schüttgut, auch als Hängemodul. Und hier haben wir eine Beladung mit Schüttgut, aber auf einer Hochbahn. Dieses Modell werden wir dann auch noch sehen, zwar nicht direkt, im Öko-Technopark. So, und hier kommen wir nochmal zu unseren Leichtfreizeit-Sportfahrzeugen, nämlich dem Unibike. Da gibt es verschiedene Versionen, nämlich hier die ohne Tretmöglichkeiten für eine, zwei oder drei Personen. Oder die Mittretmöglichkeit für eine Person oder für zwei. Und das Ganze wird eben hier kombiniert, Sport und Entertainment mit einem Verkehrssystem. Das Ganze wird natürlich noch unterstützt mit Energie. Und so können wir mit Treten 120 oder 150 Stundenkilometer, naja, also da muss jemand schon fit sein. Letztens haben sie auch so Späßchen gemacht. Ja, was ist, wenn einer fitter ist wie der andere? Kann man da auch überholen? Naja, ich denke mal, so fit ist kein Sportler, dass er dieses Fahrzeug allein mit Treten mit 120 Stundenkilometern oder 150 Stundenkilometern vorwärts bewegt. Also ich bin schon sportlich, aber das schaffe ich bestimmt nicht. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptprojekt, dem Öko-Technopark. Dieser Park steht im Mariana Horka. Und zwar ist das in der Nähe von Minsk in Weißrussland. Warum hat man diesen Ort gewählt? Weil der dort einfach sehr zentral liegt. Dort ist alles, was Rang und Namen hat, von der Wissenschaft vertreten. Aber es ist auch verkehrstechnisch sehr gut eingebunden. Und deshalb hat man diesen Park dort gewählt. Zu welchem Zweck dient dieser Park? Nun, erstens mal zur Präsentation oder Demonstrierung dieser Technologien, aber auch zur Zertifizierung. Wer nicht weiß, was eine Zertifizierung ist, ein Unternehmen, das möchte, dass es gut dargestellt wird, das muss sich zertifizieren lassen. Ich habe sowas bei meinem früheren Unternehmen schon mal mitmachen dürfen. Also da wird auf jede Kleinigkeit geachtet. Da muss man, selbst jeden Bürokram muss man alles festlegen in Ordnern. Also das ist wirklich eine sehr kompakte, komplizierte Sache. Aber die Zertifizierung ist
wichtig, damit es auch anerkannt wird, damit es auch im Wert steigt. Und deshalb macht natürlich auch diese Technologie, dieses Konstruktionsbüro, planen die auch diese Zertifizierung und die wird durchgeführt auf diesen Öko-Technopark. Der Öko-Technopark dient aber, wie gesagt, auch der Präsentation. Präsentation ist erforderlich, wenn ich zum Beispiel ein neues Auto hergestellt habe. BMW, Audi, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Die bringen ein neues Modell heraus. Das wird vielleicht im Fernsehen gezeigt, in der Werbung. Sie finden es toll, super. Was werden Sie tun? Sie werden es sich anschauen, vielleicht im Internet mal ein paar Informationen einholen. Aber Sie werden dann zum Händler fahren und sagen, jetzt schaue ich mir das Ganze an. Ich will erst mal Probe fahren, ob mir das auch liegt, ob mir dann der Fuß wehtut oder ob ich gut sitzen kann und so weiter. Und genau zu diesem Zweck, dieser Präsentation, dient eben auch dieser Öko-Technopark, natürlich hier im großen Stil. Die Länder, die diese Bahnen bauen wollen, die wollen das dort anschauen, die wollen es vorgeführt bekommen und dann unterschreiben sie die Verträge. Der Öko-Technopark demonstriert hier im hinteren Bereich das Frachtzentrum. Wir haben ja schon ein paar Frachtfahrzeuge gesehen. Hier im hinteren Bereich wird dann die Beladung demonstriert und hier natürlich, wie man fährt damit. Diese mittlere Trasse dient der Regional- und Stadtbahn. Hier hat man auch ein Hängebrückenelement mit eingebaut und zwei Kurvenelemente. Weil normalerweise fährt man hier geradeaus, will man um die Kurve, dann muss man eben diese Elemente mit einbauen. Hier vorne haben wir noch ein Gebäude, das möchte ich heute auch erwähnen. Das wird dienen zum Vorstellen von einzelnen Kleinigkeiten wie in einem Museum. Einfach, dass man sich die einen oder anderen Details dann ansehen kann, vielleicht auch Miniaturausführungen und so weiter. Und dann haben wir hier noch die Hauptstrecke. Hier vorne. Zu dieser Hauptstrecke habe ich einiges zu sagen. Und zwar, diese Hauptstrecke umfasst im Moment 19 Pfeiler. Wir haben hier vorne einen großen Ankerpfeiler, der gleichzeitig auch als Bahnhof dient. Und hier beginnen Sie. Diese Strecke war ursprünglich geplant über 30 Kilometer, denn so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke muss schon ein paar Kilometer haben. Ich muss ja beschleunigen, ich muss fahren und ich muss das Ganze auch wieder bremsen zum Vorführen. Aber dank dieser Gravitationsmotorbremse konnte man diesen Bremsweg so maßgeblich verkürzen, sodass man die Strecke von 30 Kilometer auf 15 oder 16 Kilometer verkürzen konnte. Das hat natürlich enorm Geld erspart, denn ein Kilometer auf dieser Trasse kostet zwischen 2,5 und 3,5 Millionen US-Dollar. Der Park an und für sich war veranschlagt mit 300 Millionen US-Dollar. Sie können sich ausrechnen, 15 mal, nehmen wir mal Durchschnittspreis, mal 3 Millionen. Naja, wir haben schon hier einiges einsparen können. Bis dato ist mein Kenntnisstand, hat man bis zum jetzigen Baustand immerhin 45% der veranschlagten Baukosten einsparen können. Da ist natürlich ein großer Faktor hier diese Strecke. Aber auch man hat natürlich im Konstruktionsbüro auch viele andere Sachen noch verbessert und damit auch Einsparungen erreicht. Und hier unten sehen Sie nochmal eine Hochbahn, zwei Transporthängebahnen und noch eine Personenhängebahn. Und dieses Schienenelement hier ist auch interessant, denn hier ist dieses Informations-, Kommunikations- und Energieversorgungselement, diese Leitungen sind hiermit integriert. Also auch hochinteressant. Und dieser Park wird eben aktuell mit unseren Investgeldern finanziert und ist auch der wichtigste Meilenstein, denn ohne Präsentation geht es eben nicht weiter. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist dieses Dokument. Hier sehen wir Russland. Russland gibt es ein Verkehrsministerium und dieses Verkehrsministerium hat sich genau genommen 15 Jahre von Junitsky betteln lassen, bis sie dieses Dokument ausgestellt hat. Nämlich, dass sie die Technologie anerkannten als innovative und einsatzbereite Technologie. Also ein
ganz, ganz wichtiger Schritt, damit das Ganze umgesetzt wird. Junitzki hat ein paar Stunden gebraucht, um das nochmal vor dem Verkehrsministerium und den klugen Leuten dort zu demonstrieren und hat es endlich geschafft. Ein weiterer, meiner Meinung nach, sehr wichtiger Meilenstein für den westlichen Bereich ist dieses Projekt hier Skyway in Australien. Warum? Russland ist für uns, für viele sehr weit weg. Man denkt, naja, okay, was die Russen machen, egal. Ist natürlich nicht so, weil in Russland gibt es sehr viele intelligente Leute, sehr viele Wissenschaftler und ich bin auch froh, dass dieses Feindbild Gott sei Dank jetzt nicht mehr da ist. Aber trotz allem, denke ich, ist dieser Meilenstein sehr wichtig. Und zwar geht es hier darum, wir sehen hier im Bild Rothoog. Rothoog ist ein ehemaliger Verkehrsminister von Australien, aber auch, er hat ein eigenes Transportunternehmen. Er ist vor 2 Jahren aus seinem Amt irgendwie entlassen worden, aus welchem Grund auch immer, wurde dann aber von einer Investorin, die ihn kennt, die ihn sehr gerne mochte, die ihn eben aus der Politik kannte, angesprochen worden, und zwar über LinkedIn. Diese Dame stammt ursprünglich aus Weißrussland und kannte eben das Projekt und war eben auch Investorin und hat das Ganze natürlich auch weiterempfohlen. Sie hat nicht locker gelassen, sie hat ein halbes Jahr gekämpft, bis er sich letztendlich dafür interessierte, im vergangenen Jahr dann nach Weißrussland reiste und sich das Ganze vor Ort angesehen hat. Dann so begeistert war von dem Projekt, dass er es nach Australien brachte. Er hat dort eine Tochtergesellschaft gegründet, die Australian Skyway oder Skyway Australian, und startet dort als allererster das Pilotprojekt in Australien, nämlich hier diese Universität, dieses schöne dargestellte Bild hier, ist die Universität in Flinders. Die hat einen ganz besonderen Anspruch, nämlich die hat Schwierigkeiten, ihre Studenten von der Uni zum Campus zu bringen, weil da ist es sehr bergig dazwischen. Und diese Schwierigkeit zu überwinden, ist die absolute Herausforderung für Skyway und für dieses Transportsystem. Und Rothoog hat die Herausforderung angenommen und baut dort die allererste Strecke, nämlich eine Personentransportstrecke, die live genutzt wird, nicht zu Demonstrationszwecken, sondern direkt zur Nutzung, um die Studenten von A nach B zu transportieren. Man sieht es hier auch, wie sie diskutieren hier unten im Bild. Hier Rothoog mit Junitzki. Wir sehen das Ganze auch nochmal hier auf einem Plan. Hier unten haben wir eine Bahntrasse und hier haben wir eine Straße und hier haben wir auch nochmal eine Straße. Oh, hier hört sie auf. Ja, hier beginnt der Berg. Hier hinten geht es wieder weiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazwischen nichts möglich. Aber die Skyway-Bahn, die ermöglicht diese Verbindung wieder. Nämlich hier zusteigen von der Straße, hier über den Berg drüber. Sie müssen hier bis auf 50 Meter hoch. Ist auch für die Skyway-Bahn eine Herausforderung. Und hier kann man das Ganze wieder anbinden an die Öfis, an die öffentlichen Verkehrsmittel. Hier haben wir die Uni. Da drüben ist eben der Campus. Also hochinteressant dieses Projekt. 1 Kilometer wird hier insgesamt gebaut. Hier nochmal ein Bild. Das Ganze wurde natürlich ganz stark in der Presse auch promotet, Radio, Fernsehen, aber auch in der Zeitung, nämlich besonders im Daily Telegraph, einer ganz großen Boulevardzeitung in Australien. Hier haben wir wieder unseren Rothoog und hier unseren Chef. Und hier sieht man, 1 Kilometer ist geplant, eben um Personen zu transportieren. Ein weiterer Meilenstein ist im September. Und hier möchte ich wirklich jeden einladen, der es nur irgendwie möglich machen kann. Kommt nach Berlin. Ich selber werde dort sein und ich hoffe, dass es viele, 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 viele Deutsche sind, die uns hier unterstützen, die sich das Ganze live ansehen. Wir werden in Berlin den Unibus, die Regionalbahn und das Unibike live sehen. Ein Erlebnis. Auf 54 Quadratmetern wird dort diese Technologie vorgestellt und zwar vom 20. bis 23. September. Und das
Interessanteste ist auch, auch Junitzki wird am 23. September dort sein. Also wer dort sein will, plant es ein, am 23. dort wird Junitzki eine Kurzpräsentation machen, live. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich freue mich schon drauf, die Leute zu löchern über diese Technologie, die mich von Tag zu Tag mehr interessiert. Am 24. ist dann auch noch eine Konferenz von Skyway Capital. Was ist der Unterschied? Skyway Capital, werden wir dann noch näher sehen, ist eine Sammelstelle für unsere Gelder. Und das Ganze findet statt im Konferenzsaal der Universität der Künste in der Hardenbergstraße. Bitte bestellt euch jetzt schon die Tickets, im Online-Verkauf sind sie günstiger. Hier 19 Euro und hier im Online-Verkauf für einen Tag, ich glaube 45 und für alle Tage 65. Diese Messe ist sicherlich auch für andere Aspekte noch interessant, aber natürlich auch für uns als Investoren von Skyway hochinteressant. Ich freue mich schon riesig drauf. Und nun komme ich zum zweiten Teil. Ich habe ja schon angesprochen, Skyway Capital, diese Konferenz am zweiten Tag. Und die werden wir hier noch näher kennenlernen. Warum ist es für uns interessant, mit Skyway Investor zu werden? Nun, Skyway ist ein Start-up-Unternehmen. Start-up-Unternehmen hat viele Vorteile. Und zwar, erstens mal, wir können Firmenanteile zu einem Spottpreis, ich sage es jetzt mal auf gut bayerisch, erwerben, nämlich mit einem wirklich erheblichen Preisnachlass. Es ist wirklich krass. Informieren Sie sich mit der Person, die Sie hier eingeladen hat, weil so günstig kommen Sie wahrscheinlich nie mehr ran wie aktuell. Und mit der steigenden Kapitalisierung, das heißt, je mehr der Wert steigt des Unternehmens, und das kommt zwangsläufig mit jedem Projekt, desto höher steigt natürlich die Kapitalisierung und davon profitieren wir natürlich. Zweiter wichtiger Punkt sind die Dividenden. Wer schon mal mit Aktien zu tun hatte, der weiß, Aktien bedeuten auch jährliche Dividenden. Je mehr Aktien, das ich habe, desto mehr kann ich auch von den Dividenden profitieren. Das ist natürlich der zweite Schritt erst, wenn die offizielle Börse kommt. Aber sehr, sehr lukrativ. Das ist ein ganz wichtiger Schritt auch. Der dritte Faktor ist natürlich die Patente, das geistige Eigentum. Das heißt, der Marktwert dieser Technologie wurde jetzt schon auf 400 Milliarden Dollar geschätzt. Und zwar von externen Experten meines Wissens in England. Diese Technologie an sich, nicht das, was geschaffen wird, sondern nur diese Technologie an sich. Und diese Patente hält natürlich die Skyway, der Junitzki mit seinen Leuten. Und am steigenden Marktwert dieser Technologie werden wir natürlich auch noch mit profitieren. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich diese Kooperationsperspektive. Das heißt nichts anderes, je mehr Länder dazukommen, wir kaufen Anteile, je mehr Länder das dazukommen, desto lukrativer wird dieses Unternehmen und desto lukrativer wird es auch für uns als Investoren. Gut, zu den Firmenanteilen. Jedes Unternehmen, das Aktien vergibt, vergibt natürlich nicht unendlich viele Anteile, sondern in unserem Fall 15% dieser Technologie werden an Anteilen verkauft. Und das sind ungefähr, abgerundet jetzt mal, dass ich nicht die Zahlen nennen muss, 60 Milliarden Anteile. Der Rest bleibt natürlich bei der Firma. So, damit wir nicht zu sehr viel mitreden dürfen. Und wenn diese 15%, diese 60 Milliarden verkauft sind, dann geht natürlich nichts mehr. Und das ist eben hier in diesem Dokument niedergeschrieben. Das Interessante ist, dass jeder Anteil bis zu einem US-Dollar hier festgelegt wird von der Wertsteigerung als steuerfrei. Das ist für uns als Investoren natürlich interessant, weil wenn ich für einen Cent kaufe, bis zu einem Dollar Wertsteigerung steuerfrei bin, dann ist das nicht ganz uninteressant. Hier habe ich Zertifikate, wie das aussieht, wenn man Anteile erwirbt. Dann bekomme ich zuallererst, hier links unten, das ist eines meiner Zertifikate,
erstmals von der Skyway Capital, das ist die Sammelstelle, dieses Proforma oder Übergangszertifikat. Und später dann wird es eingetragen hier in dieses Extrakt bei der Firma von der Eurasian Rail Skyway System Holding. Das ist die Stelle, die die ganzen Aktien generell verwaltet und dann auch für uns der Garantiegeber ist. Werden wir gleich nochmal näher erläutern. Dann wird dieses hier gecancelt, wertlos, und dann gilt dieses. Und alle Zertifikate, die ich insgesamt habe, werden hier in diesen Extrakt eingetragen. Merken Sie sich bitte dieses Extrakt, da komme ich ganz zum Schluss nochmal mit einer Information. So, und das ist natürlich das, was Sie interessiert, wenn Sie sagen, ich möchte Investor werden. So, wenn ich Investor werde, das sind jetzt reale Beispiele aus der aktuellen Situation. Wir werden das natürlich immer wieder anpassen. Aber aktuell ist es so, würde ich $200 investieren, dann würde das Geld fließen in die Skyway Capital. Haben wir heute schon mal gehört, die das erste Zertifikat vorübergehend ausstellt. Es ist eine von drei Sammelstellen. Die Skyway Capital ist speziell jetzt für den deutschsprachigen Markt eben unser Ansprechpartner. Aber es gibt auch noch die RSW und die Skyway Invest Group. Und die Gelder aus diesen drei Stellen fließen dann in die GTI, das heißt in Global Transport Investment Incorporation. Was ist das? Das ist im Prinzip die Exekutive, das heißt die ausführende Kraft, sprich hier unten das Konstruktionsbüro, kurz ZAO, ist nichts anderes als die Abkürzung für das russische Wort für Konstruktionsbüro für Stringtechnologie. Diese Herren hier, die hier so eifrig mit dem Laptop arbeiten, die planen, die kalkulieren, die verbessern die Technologien, die bauen diesen Ökotechnopark. Und unser Geld finanziert, wie gesagt, derzeit diesen Ökotechnopark. Das heißt, das Projekt, den Plan dafür, die Genehmigungen, Baubeschreibung, Erwerb des Grundstücks natürlich und die ganzen vertraglichen Geschichten. Die Anwälte wollen ja auch bezahlt werden. Da fließt jetzt erstmal unser Geld hin. So, wir wissen jetzt, wer das ganze Geld ausgibt. Das wissen wir jetzt, nämlich das Konstruktionsbüro oder die GTI. Wenn wir jetzt bezahlen, wer sichert unser Geld jetzt ab? Das ist also der Garantiegeber ist die Unisky Corporation. Das ist niemand anders wie Unitsky und sein Team. Das sind die Leute, die die Patente halten. Und die kümmern sich aber nicht selber um die Aktien, sondern die haben hier eine Firma eingestellt, die das ganze Formelle um die Aktien, diese 60 Milliarden, die vergeben werden, regeln. Nämlich die Eurasian Rail Skyway System Holding. Diese Firma wickelt das Ganze rund um die Aktien ab und von denen bekommen wir dann, wenn es eingetragen ist, in diesen Extrakt, wenn Sie sich erinnern, auch dieses braune Dokument unten. So, wir haben bezahlt, wir bekommen vom Garantiegeber, das sind die beiden hier in Kombination, als Anteil einen Pfandschein, nämlich die Aktie. Ja, und so werde ich vom Investor, wir haben gehört, 200 haben wir investiert. Wir haben hier einen Diskont von 1 zu 100, heißt nichts anderes. $1 bekomme ich 100 Aktien und somit bin ich Aktionär. Und wenn es richtig lukrativ wird, dann sitze ich hier wie diese Dame gemütlich auf meinen Aktien und lebe von den Dividenden. Okay, also wie gesagt, in unserem Rechenbeispiel, es ist unterschiedlich, kommen wir noch dazu, würde ich 20.000 Anteile bekommen. Und der Garantiegeber sind diese beiden, die Firma, die die Aktien vergibt, verwaltet und als Garantiegeber natürlich Unitsky mit seinem Team, die Unisky Corporation. Ich hoffe, ich konnte dieses Ganze etwas entschlüsseln. So, jetzt haben wir unser Geld investiert mit einem Diskont, erwähnte ich eben schon, von 1 zu 100, $1, 100 Anteile in diesem Rechenbeispiel. Wenn ich mehr investiere, wird es mehr. Wenn ich weniger investiere, weniger. Das mal als Beispiel. Bekomme ich 20.000 Aktien. Diese Aktien werden dann letztendlich in diesen braunen Zertifikat eingetragen. Genau von wo bis wo ich die Aktien erworben habe.
Und das Ganze ist, wie ich schon erwähnte, garantiert steuerfrei bis zu einem Dollar. Und das ist geregelt in diesem ersten Formular, das ich schon angesprochen habe. Wird das Ganze natürlich noch lukrativer, wovon wir ausgehen, weil in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich mal 3, 5 oder vielleicht auch 10 und mehr Dollar wert werden, die einzelne Aktie, je nachdem, wie lange wir Geduld haben und die Aktien halten. Dann muss ich natürlich auch diese Kapitalertragssteuer zahlen, aber ganz ehrlich, glauben Sie mir, dann zahlen Sie es auch gern. Aber bis zu einem Dollar ist er steuerfrei. Meine Empfehlung, verkaufen Sie es auf keinen Fall vorher. Aber es gibt vielleicht schon eine Möglichkeit, es vorher abzugeben, nämlich die Planung ist vielleicht schon im Laufe des nächsten Jahres. Garantieren kann ich es Ihnen nicht, aber es wird schon geplant, dass die Firma vielleicht schon zurückerwirbt oder dass wir es an andere Privatinvestoren in einem internen Handel abgeben können. Meine Empfehlung, geben Sie nichts unter einem Dollar her, weil bis dahin ist es steuerfrei. Gut, aber würde ich das machen? Würde ich 20.000 Anteile erwerben, das Ganze wird zum Beispiel einen Dollar wert, 200 habe ich finanziert, dann hätte ich einen Gewinn von 19.800 steuerfrei. Betone ich immer wieder, weil das ist ja hochinteressant dran. So, und hier haben wir die einzelnen Möglichkeiten, wie ich kaufen kann. Es gibt natürlich auch für kleinere Pakete. Meine Empfehlung, nutzen Sie die Ratenzahlungspakete. Die beginnen jetzt mal von einer Rate von 25 im Monat bis 200, sogar bis 500 und noch größer. Hier haben wir noch speziell welche ausgerichtet auf Kinder. Die Besonderheit möchte ich hier noch mal kurz erklären. Man kann auch hier zum Beispiel eine sogenannte Ausbildungs- oder Aussteuerversicherung abschließen bei Skybe. Spaßeshalber sage ich das immer. Also ich kann hier für mein Kind, ich habe das gemacht für meine fast elfjährige Tochter, ich habe dieses linke Paket erworben. Und zwar bekomme ich, wenn ich das schön zahle mit Doppelrate und so weiter, bekomme ich dann insgesamt mit diesem Sonderbonus 130, also über 130.000 Aktien. Wenn dieses Aktienpaket wird dann namentlich auf mein Kind ausgestellt. Ich bekomme aber ein extra Formular, weil ich bin dann der Verwalter. Und zwar so lange, bis das Kind 18 Jahre ist. Und wenn das Kind 18 ist, dann kann sie erst diese Aktien verkaufen. Also wie gesagt, wie eine Ausbildungsversicherung, da kann das Kind auch erst mit 18 ran. Und da man das natürlich so lange halten muss, hat man hier Sonderkonditionen. Das gleiche gilt natürlich für dieses Student-Paket. Aber für diejenigen, die jetzt keine Kinder haben, sind diese interessant oder auch diese, wer mehr investieren möchte. Also lassen Sie sich bitte von der Person, die Sie eingeladen hat, darüber genauer informieren. Eine Besonderheit hier noch zu dieser InnoTrans-Aktienpaketen. Hier, muss ich zum Beispiel 1.000 auf einmal zahlen, bekomme ich 235.000. Aber ich bekomme zusätzlich noch das Ticket für die InnoTrans bzw. für die Skyway Capital Veranstaltung geschenkt. Aber nur beim ersten. Nicht beim zweiten Tausender oder dritten oder vierten. Aber beim zweiten bekomme ich schon mehr Anteile. Beim dritten wieder mehr und beim vierten wieder mehr. Es ist aber kein Muss, dass ich alle vier kaufe. Ich kann also nur das erste nutzen. Ich kann aber natürlich das zweite auch, das dritte auch und das vierte auch nutzen. Also nur, das sind Möglichkeiten. Und hier, wie gesagt, das sind dann für die größeren Investoren. Gibt es ja alles. So, und jetzt kommen wir zu den Etappen. Also es gibt ja verschiedene Bauetappen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das Ganze 1977 begann Junitzky mit seiner Idee. 1978 begann er mit der Entwicklung der Technologie und 2014 haben sie dann ernst gemacht. Nämlich man hat das Design entwickelt. 2015 startet dann im Juli das Bauvorhaben im Technopark. Da sind wir jetzt noch drüber. Das Ganze wird dieses Jahr abgeschlossen mit der Demonstration und natürlich mit der Zertifizierung. Und nächstes Jahr kommt die Markteinführung. Nicht ganz. Australien beginnt schon. Ich habe gelesen, das werden wir heute noch hören, jetzt. So, wir befinden uns derzeit in der siebten Phase von Juni bis August.
Siebte Phase heißt, wir können hier Aktien erwerben mit einem Diskont von 1 zu 36. 1 zu 36 wäre zum Beispiel, wenn ich nur 15 Dollar investieren würde. Also dann kann ich auch schon mitspielen hier bei uns. Dann hätte ich natürlich eine wesentlich niedrigere Rendite, wie wenn ich größer investiere. Wenn ich jetzt 5.000 oder mehr investiere, dann kann sich das, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber wenn ich in die höheren Investitionen gehe, dann habe ich einen Diskont von 1 zu 400. Ist ja auch okay. Ich gehe auch ein wesentlich größeres Risiko ein, dass ich das Geld momentan nicht habe, sondern erst, wenn es lukrativ wird. Aber dafür kriege ich natürlich entsprechend mehr Anteile. Und in dieser Phase werden genau 7 Milliarden US-Dollar vergeben. Also ich glaube 7 Milliarden Anteile. Das Ganze ist ja immer mit einem Dollar zugrunde gelegt. So, es gibt hier die letzten Phasen nochmal kurz. Phase 5 war August bis Dezember 2015, da bekam man Diskont von 1 zu 200 bis 1 zu 640. Man merkt hier schon ein maßgeblicher Unterschied zu hier 1 zu 400. Aber, sind wir mal ehrlich, die haben natürlich auch viel längere Wartezeiten. Das gleiche gilt jetzt hier, Phase 6, Dezember 2015 bis Mai 2016, also schon aktuell. Da kam es von 150 bis 1 zu 500 und aktuell sind wir hier in dieser Phase, eigentlich schon kurz vor dem Start und dann trotzdem noch diese gigantischen Konditionen. Ich kann immer nur noch davon schwärmen, nämlich 1 zu 150. Das gilt jetzt nur für die Pakete bitte, ja? Das eben mit den 15 ist kein Paket. Für die Ratenzahlungspakete, das kleinste ist glaube ich bei 1 zu 141 genau und bis 1 zu 400. Und die nächste Phase wird wahrscheinlich starten, also wir rechnen jetzt mit der nächsten Preiserhöhung Ende August, außer es wird schon vorher was, aber ich denke Ende August. Bleiben Sie da bitte immer dran, weil die nächste Preiserhöhung kostet Ihnen richtig Geld. Nicht, weil es teurer wird, sondern weil vor allen Dingen hier diese Renditen wesentlich weniger werden. Und das ist ein Unterschied, ob ich 5 oder 10.000 oder 50.000, je nachdem, was ich für ein Paket kaufe, weniger an Aktien erhalte, wenn das einen Dollar wert wird oder mehr. Also überlegen Sie es nicht lange, warten Sie nicht auf den letzten Drücker, entscheiden Sie sich jetzt und sprechen Sie mit der Person, die Sie angesprochen hat. So, und wie sehen denn die Perspektiven aus? Das interessiert uns ja als Investoren auch. Die Perspektiven sind meiner Meinung nach gigantisch. Denn wie gesagt, wir sind kurz vor dem Start. Australien baut schon, Pilotprojekt, Russland beginnt Anfang nächsten Jahres. Und die Vorbestellungen sind auch schon sehr interessant. Was uns natürlich hier in Europa besonders interessiert, ist die Europäische Union. Die hat schon eine Vorbestellung gemacht und zwar schon mit einem ganz, ganz netten Betrag, muss mal kurz gucken, nämlich 60 Milliarden kostet das ganze Projekt. Auch, soweit ich weiß, schon 5% Anzahlung geleistet, alle hier übrigens. Und zwar wird die Strecke London, Berlin, Moskau und später dann noch zu Tokio gebaut. Und ist schon hier eben in der Vorbestellung. Und auch natürlich hier Australien, da sind wir ja schon dabei, die haben es ja besonders eilig. Aber auch hier die Großstrecken Melbourne, Sydney, Brisbane und so weiter. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen ein. Verträge werden auch schon geschlossen mit Slowenien, Türkei. Naja, okay, da wissen wir jetzt nicht, wie es weitergeht. Aber mit vielen, vielen anderen Ländern. Und meines Wissens werden viele Verträge, werden jetzt schon terminiert, die Länder, die jetzt zur Messe kommen nach Berlin und dort unterschreiben wollen. Also das interessiert uns natürlich als Investoren ganz besonders. Hier noch eine kurze Folie. Für die, die neugierig sind, wo gibt es überall diese Regionalkonferenzen von Skyway Capital? Natürlich hier der Schwerpunkt hier in Europa, aber natürlich auch in Amerika. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere Stellen, nicht nur Skyway Capital. Also wir sammeln weltweit Gelder, nicht nur von uns Deutschen. Und deshalb, wie gesagt, wenn die 60 Milliarden weg sind, dann ist es für uns zu spät. Und hier noch zum Abschluss den Öko-Technopark nochmal. Man sieht hier auch schön deutlich hier diese Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Elemente und so weiter. Hier hinten nochmal die Ladestelle, schöne Bahn. Hier den Standort, hier haben wir nochmal eine Trasse
Und das hier ist ein Bahnhofselement oder auch dieser Ankerpfeiler. Das ist nichts anderes als eine Kombination. Hier die Stringschiene eingebaut, aber das dient auch als Zusteigemöglichkeit. Und das hier wird, denke ich mal, das Gebäude sein, wo alles einfach in, ich sage jetzt in Miniatur, Aufbauten sind, wo die Einzelteile, das Rad vielleicht zerlegt zu betrachten ist und so weiter. Wird so wie so eine Art Museum auch später sein. Und nun bin ich mit der Präsentation soweit am Ende angelangt. Jetzt kommen wir zu den letzten Neuigkeiten aus der vergangenen Woche. Nun, wir haben natürlich nicht jede Woche extrem viel zu berichten, aber ein bisschen was immer. Und wer in Facebook ist, den kann ich nur empfehlen, schaut immer mal in diese Facebook-Seite rein. Da geben wir die Neuigkeiten natürlich auch rein. Aber ich möchte hier das ein paar Sachen erwähnen. Erstes natürlich hier Australien. Facebook kennt ihr vielleicht dieses Bild. Australien ist zurzeit damit beschäftigt oder war damit beschäftigt, das Unternehmen auszuwählen, mit dem sie zusammenarbeiten. Und sie haben sich entschieden für dieses, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Auricon. Das ist ein internationales Unternehmen mit weltweiten Erfahrungen, und zwar im Bereich Infrastrukturprojekte. Sie sind beschäftigt in 28 Ländern, unter anderem auch Afrika und so weiter. Sie haben insgesamt 7.500 Mitarbeiter, also kein Kleinunternehmen. Und diese Firma beginnt bereits im nächsten Monat mit der technischen Entwicklung der geplanten Transportstrecke bei der Universität in Flinders eben. Hier im Bild sehen Sie natürlich in der Mitte, Moment, ich gehe mal wieder auf meinen Pfeil, wieder unseren Rod Hook und natürlich ein paar Ingenieure, die da mitspielen. Diese Platte hier ist auch interessant für viele, die es noch nicht kennen. Ich werde es gleich nochmal etwas näher zeigen. Das ist das sogenannte Nullpunkt. Hier außen herum, dieses schöne gepflasterte, ist nichts anderes als die Karte, die wir vielleicht schon gesehen haben am Anfang in den Filmen. Das ist nichts anderes wie die Karte von Weißrussland. Und hier ist der Nullpunkt. Von hier beginnt mit Skyway alles. Ich zeige es nochmal etwas schöner, diese Platte. Man sieht es hier, das Ganze begann im Herbst 2015, nämlich am 17. Oktober. Da ist der Grundstein gelegt worden für Australien, diese Platte auch. So, jetzt ist es weg, mein Pfeiler. Diese Platte eben liegt dort an diesem Nullpunkt, mitten in diesen, ja, in dieser Karte, die wir eben gesehen haben. Noch eine wichtige Information möchte ich hier an dieser Stelle weitergeben. Und zwar für diejenigen, die schon dabei sind, die schon ihre Ratenzahlungspakete abbezahlt haben, und zwar bis zum 31.07. Wenn die ganzen Pakete bezahlt sind, dann geht das Ganze eben von Skyway Capital, sie erinnern sich, das blaue Zertifikat, an die Hauptfirma, nämlich die Eurasian Rail Skyway System Holding, und dort bekommt man dann das Originalzertifikat und es wird hier in diesem Extrakt eingetragen. Hier haben wir das Ganze natürlich geschwärzt. Wir wollen ja auch nicht, dass jeder sieht, was wir genau haben. Nicht böse sein. Das Ganze finden Sie auf der Startseite, und zwar unter Investments, an der Seite in diesem Balken, Investments, My Certificates oder zu Deutsch meine Zertifikate. Ich arbeite nicht gern mit der deutschen Seite, weil das für mich so komische Begriffe sind. Und da, wenn Sie das Fenster dann aufmachen, finden Sie unter diesen vier Feldern diesen Begriff, Extract from the Register. Und da, wenn Sie dann draufklicken, dann macht hier diese Seite auf und dann sind dann Ihre eingetragen. Es hat im Prinzip jeder dieses schon. Wer die 100 kostenlosen Anteile schon aktiviert hat, ich hoffe, das hat jeder gemacht. Wenn nicht, wendet euch bitte an uns, dass wir euch dabei helfen, wie das geht. Und das wird dann auch hier schon eingetragen sein. Okay, das wäre es jetzt von meiner Seite zum größten Teil. Ich möchte noch etwas erwähnen. Und zwar, da wir in der Vergangenheit, jetzt vor allem in den letzten 2 Wochen, extrem viel
Zuwachs bekommen haben und wir freuen uns riesig drüber, denn je mehr Investoren wir haben, desto schneller wird das Ganze verwirklicht. Haben wir jetzt geplant, dass wir einen Workshop machen und zwar für das Backoffice. Natürlich kann jeder uns auch noch persönlich ansprechen, aber wir werden einen Workshop gestalten. Wir haben jetzt mit der Firma verhandelt. Der erste wird jetzt am Donnerstag stattfinden. Wir werden, also ich zumindest werde es so gestalten, ich werde mit den Anweisungen von der Jana arbeiten, die ich gigantisch gut finde, aber trotzdem, wenn man neu ist, tut man sich vielleicht etwas schwer. Ich werde die erst vorstellen und dann werde ich natürlich noch auf die Live-Seite gehen und Schritt für Schritt die Seite erklären. Also wer interessiert ist, bitte nehmt an diesem Workshop teil. Das ist dann auch wieder über ich glaube, wir haben einen anderen Link. Das wird aber sicher von uns noch in die Skype-Seite eingestellt werden, technischer Support und beim Emil natürlich. Emil, Diana und ich und auch der Tom, wir sind natürlich gerne bereit, jedem zu helfen. Sprecht uns einfach an, kontaktiert uns auch in Skype privat. Wir helfen jedem gerne, aber wir möchten eben diesen Workshop noch anbieten, damit jeder das auch weitergeben kann, denn unsere Zeit wird immer knapper. Ich hoffe, dass wir euch damit eine Freude machen können. Dann sind wir jetzt am Ende der Präsentation angelangt. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Und in dieser Fragerunde können Sie dann Ihre persönlichen Fragen stellen.